ist ja so, dass als Selbstständiger, als Gründer, dann irgendwie, man blutet ja für die Firma und allen drum und dran. Dass man wacht morgens auf und sagt, was mache ich heute? Wo gebe ich jetzt Gas? Und abends, wenn man wieder einschlafen geht, denkt man das Gleiche. Ja, man ist halt irgendwie 24 Stunden, ist man dabei. Wir sind die Kickpack GmbH und wir stellen innovative Produkte aus Karton her. In erster Linie stellen wir handgemachte Produkte fürs Pferd her aus Biotane. Wir mögen das Material, mit dem wir arbeiten, und wir wollen neue Produkte entwickeln, die dem Kunden helfen, einfach besser mit dem Pferd zusammenzuarbeiten. Wir sind JPM Silicon und wie der Name schon sagt, produzieren wir Silizium für Solarzellen. Also wir haben uns lange mit alternativen Herstellungsmöglichkeiten für verschiedenste Produkte beschäftigt, die wir benötigen in unseren Anlagen. Und mit dem Protohaus, was jetzt eben ja quasi nebenan sitzt, ist es für uns möglich, solche Sachen eben auch mal selber auszuprobieren, selber herzustellen, und damit sparen wir unglaublich viel Zeit. Ich bin Friedhof Hansing. Ich habe mit meinem Partner Chris Töppe das Protohaus eröffnet. Das Protohaus ist eine offene Hightech-Werkstatt hier in Braunschweig, in der jedermann arbeiten kann, Maschinen testen kann, ausprobieren und entwickeln kann. Als wir die Idee entwickelt haben, hatten wir noch keine wirkliche Vorstellung von der Dimension, die das am Ende annehmen würde. Und dass wir dann das in dieser Größe umsetzen konnten, hat uns darin bestätigt, dass das absolut der richtige Weg war. Neben günstigen Räumlichkeiten, die eben zentral gelegen sind, bietet der Technologiepark hier für uns die Möglichkeit, uns in ein großes Netzwerk zu integrieren. Das heißt, wir haben andere Gründer, wir haben Wirtschaft mit dabei, wir haben Wissenschaft mit dabei, wir haben Banken, wir haben andere Industrieunternehmen dabei, und das ist eben das, was den Standort hier ausmacht. Na, die Stadt Braunschweig ist ein hervorragendes Umfeld. Braunschweig kümmert sich sehr um die Frage des Technologietransfers. Es gibt hier eine ganz wunderbare Veranstaltung von dem Professor Asghari, in dem es wirklich darum geht, Studierende aus allen möglichen Fächern mit diesem Gedanken, ich will Entrepreneur, also Unternehmer werden, mit dieser Idee zusammenzubringen. Und da haben wir eben mit diesem Lehrstuhl für Entrepreneurship in Braunschweig wirklich etwas ganz Tolles. Entrepreneurship ist ein großes Thema. Es geht nicht darum, ein paar niedliche Startups hier und da zu haben, sondern darum, wie wir innovative Unternehmen hervorbringen, die wiederum unseren Wohlstand nachhaltig und langfristig sichern. Und mein Wunsch ist, dass wir eines Tages vom Brunswick Valley sprechen. Ja, nach über 30 Jahren Technologiepark können wir auf mehrere inzwischen sehr groß gewordene, weltweit agierende Unternehmen zurückblicken, und das erfüllt uns natürlich mit großem Stolz. Es ist einfach schon eine Hilfe, wenn du merkst, deine Ideen kommen gut an, man kommuniziert einfach auf Augenhöhe, die Stadt unterstützt dich dementsprechend und lenkt deine Ideen einfach in vernünftige Bahnen. Für mich macht der Erfolg aus, wenn wir jemanden Fremden erzählen, wie das sich bei uns entwickelt hat. Also ist es schon irre, wie dann so ein Groschenfeld, den Leute merken so, boah, das ist cool. Also was innerhalb von der kurzen Zeit entstanden ist, das ist für mich Erfolg. Junge Gründer, Neugründer, denen würde ich raten, oft ist das Bauchgefühl ganz wichtig. Wenn sie das Gefühl haben, ja, das ist es, dann sollten sie es auch so machen. Das Beste an meinem Job ist, dass ich lauter spannende Leute kennenlerne hier. Die Existenzgründer sind für uns die Arbeitgeber von morgen. Ich erfahre ganz viel neue Ideen, und es ist ein ganz toller Job. Also es passiert täglich was. Es passiert täglich was Neues, und darauf freue ich mich eigentlich. Tu es nicht für Geld, sondern tu es wirklich aus Leidenschaft. Das ist es.